begrüße Sie, liebe Zuseherinnen und Zuseher, ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe unseres Obersteiermark-Magazins. Ich freue mich, Sie dieses Mal von der Firma Kaltenegger Bau in Eichdorf durch unsere Sendung führen zu dürfen. Und wir starten gleich mit dem ersten Beitrag diese Woche aus Knittelfeld, denn dort stand der 4. Juli ganz im Zeichen des Sports. Herzlich willkommen zu einem neuen Event-Scout hier in Knittelfeld. Sie sehen es vielleicht schon an meiner Kleidung, das Thema Sport steht im Mittelpunkt, denn heute findet der Tag des Sports und der Bewegung statt. Und was es alles gibt, schauen wir uns jetzt genauer an. Ein Riesenansturm hier heute beim ersten Tag des Sports und der Bewegung in Knittelfeld. Ja, fast 1000 Kinder im Knittelfelder Stadion heute. Ein Riesenevent heute. Wir lassen den Sport in Knittelfeld heute hochleben. Wir haben über 30 Sportarten zum Ausprobieren. Mehr als 20 Vereine präsentieren sich hier den Kindern und Jugendlichen. Eine tolle Sache, das Wetter spielt mit. Ich habe eine große Freude. Wie wichtig ist es jetzt denn, die Kinder für Sport und Bewegung zu begeistern? Ja, es ist ein großes Ziel, dass wir die Kinder den Sport näher bringen, dass wir die Kinder auch zu den Vereinen bringen, wo sie den Sport ausüben können. Das ist der Plan, dass wir auch eine Nachhaltigkeit dieser Veranstaltung haben, dass die Kinder mit den Vereinen in Kontakt kommen, und das funktioniert heute hier scheinbar perfekt. Wie hat es dir denn gefallen jetzt als Klettern? Ja, das war schon cool. Ich habe es ja schon 4 oder 5 Mal gemacht und es gefällt mir schon, ja. Und hast du gar keine Angst gehabt? Nein, das ist nicht so, nein. War aber ziemlich hoch oben, oder? Ja, schon. Hast du zum ersten Mal Bogenschießen heute ausprobiert? Ja. Und wie hat es dir gefallen? Gut. Hast du ein paar Treffer landen können? Ja. Und wie gefällt es dir heute da? Gut. Was hast du denn schon alles gemacht? Wir waren klettern, beim Skiverein da drüben und da. Wie gefällt es dir hier heute in Knittelfeld bei dieser Veranstaltung? Ja, also es ist sehr schön, es ist schönes Wetter, das passt sehr gut, ja. Was hast du denn schon alles ausprobiert? Ja, da unten am Platz die Fußballsachen, Bogenschießen und Leichtathletik. Wie wichtig ist es jetzt für euren Verein oder Vereine allgemein, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen? Ja, ich denke, es ist überlebenswichtig in letzter Konsequenz, weil es einfach wichtig ist, dass die Kinder wissen, dass es uns Vereine gibt und welche Möglichkeiten sie dort haben. Und vielleicht findet man ja das ein oder andere Nachwuchstalent. Ja, die Hoffnung geht man natürlich nie auf, obwohl es immer schwieriger wird, Nachwuchs zu lukrieren überall. Und vor allem, wenn es dann eine Sportart wie Eishockey ist, die natürlich sehr viel Disziplin, sehr viel Aufwand und auch sehr viel Kosten verursacht, das muss man sehr bewusst sein. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf und hoffen natürlich, dass die Kinder auch den Weg nach Zeltweg finden. Wir sind hier beim Karateverein. Wie kommt denn die Kampfsportart bei den Kids an? Wir haben einen sehr tollen Zulauf heute gehabt. Wir haben eine Riesenfreude, das mit den Kindern heute zu machen. Wir haben teilweise Gruppen bis zu 30 Kinder gehabt, die gleichzeitig bei uns Karate trainieren wollten. Und wir haben ein bisschen einen Einblick gegeben, wir haben ein bisschen hineinschnuppern können. Und das Feedback auch von den Lehrern war, dass es einen Riesenspaß gemacht hat, bei uns zu trainieren. Wir bleiben sportlich. Weiter geht's mit der Eröffnung des ersten Fahrradsicherheitsparks Österreichs mit Pumptrack. Hier können die Kids kräftig in die Pedale treten. Tag des Sports und der Bewegung. Jetzt Eröffnung dieser tollen Anlage. Knittelfeld bietet ja die besten Voraussetzungen, um sich sportlich zu betätigen. Ja, und heute am Abend auch noch die Eröffnung der Music Night noch dazu.
Also volles Programm und wie man sieht, strahlende Kinderaugen, das haben wir uns gewünscht. Der Fun-Faktor auf der einen Seite und Fahrradsicherheitspark auf der anderen Seite. Und wenn es uns gelingt, ein Unfall weniger oder ein Unfall weniger, dann haben wir das Ziel erreicht, das wir uns gesteckt haben. Und wir sehen es als Regionsprojekt, laden alle ein und auch heute am Tag des Sports alle Schulen der Region. Und so denken wir und so, glaube ich, geht es in der Region gut weiter. Es ist ja der erste Fahrradsicherheitspark mit Pumptrack in Österreich. Knittelfeld nimmt also hinsichtlich Sportinfrastruktur eine Vorreiterrolle ein. Ja, machen wir sehr gern, aber die Ideen haben nicht nur wir, sondern die Ideen haben die jungen Menschen und auch die Bevölkerung. Und da sieht man, was aus Bürgerbeteiligung, und zwar ehrlich offen gelebter Bürgerbeteiligung, entstehen kann. Genau solche Projekte von Jugend durchdacht, für Jugend gemacht. Ein tolles Projekt, das verwirklicht wurde, um Kinder und Jugendliche zum Radfahren, zum sicheren Radfahren zu animieren. Genau, der Fahrradsicherheitspark Knittelfeld, ich denke österreichweit ein Vorbild, was wir hier geschaffen haben in Knittelfeld. Die Kinder können hier sicher Radfahren lernen, können den Straßenverkehr üben und können ihre Geschicklichkeit am Pumptrack verbessern, die Radgeschicklichkeit. Also der Parcours ist sowieso besser wie andere, weil er eben asphaltiert ist und weil man eben die Möglichkeit hat, dass man da auf über eine andere Linie ausweichen kann und zwei Sprünge dann auch noch hat. Und der größte Vorteil ist, dass man da eben den kleinen Parcours hat für die kleinen Kinder, dass sie da üben können und nicht gleich am großen anfangen müssen. Ich finde es ganz cool. Wie gefällt dir der neue Fahrradsicherheitspark und der Pumptrack? Ja, sehr gut. Also es ist ziemlich lustig und... Also kommst du öfter her? Ja, schon. Mit deinen Freunden? Ja. Ein sportlicher Tag hier in Knittelfeld geht zu Ende und somit auch unser Event-Scout. Die Stadtgemeinde bietet viele tolle Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen. Und wie wir heute gesehen haben, werden diese Möglichkeiten von den Kindern und Jugendlichen sehr gut genützt. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Jetzt, wo die Abende lau sind, sollte man sie im Freien genießen, am besten bei guter Musik und mit Freunden. In Knittelfeld hat man Donnerstag für Donnerstag die Möglichkeit dazu. Die Music Night wurde dieses Jahr mit einem Open Air eröffnet. So I say thank you for the music. Es ist wieder soweit. Donnerstag für Donnerstag, 10 Wochen lang in Knittelfeld, die Music Night. Und heute großes Eröffnungs-Open Air. Mit Schwarzstorner startet heute die Music Night. Und jetzt habe ich sie da, die Burschen. Ihr schaut mal super fit aus. Das heißt, es wird heute ein großartiges erstes Open Air. Freust du schon? Ja, voll war ich. Also erstes Open Air oder beziehungsweise Open Air ist ja da wirklich gut ausgedruckt, weil es ist ein traumhaftes Wetter und es ist wirklich saucool. Da Leute sind auch schon wirklich ein Haufen da. Und wir haben ja vor ein paar Wochen einmal bei der Hauptplatzeröffnung auch gespielt und da war es auch, da war es draußen voll und wir sind uns sicher, heute wird es auch super Gaudi werden. Was werden Sie Neues hören? Ja, quer durch die Bank. Wir spielen eigentlich von modern bis über Volksmusik, aber das Wichtige ist halt unser Motto: Rock die Quetschen. Ein Highlight immer, oder, die Music Night? Ja, Music Night. Also vor 15 Jahren hätte sich das keiner, glaube ich, denken können, wie das einschlägt und vor allem, dass das so lange erfolgreich ist. Und ja, wir haben heuer wieder viel am Programm, 40 verschiedene Bands kommen wieder. Wir haben super Location dabei, heuer erstmals mit einer Hauptplatzbühne, wo diese ganzen Hauptplatzwirte wieder sich in einer Kooperation wiederfinden. Und ja, perfekt. Vielleicht einen kurzen Stimmungscheck. Wunderbar, alles so easy.
Musik so bleiben, wie sie ist? So ist es. Die machen einfach echt geile Musik. Alle gemeinsam die Hände nach oben. Der Anfang. Bis 5. September haben Sie noch Zeit, donnerstags die Music Night zu genießen. Und ich denke, das könnte sich für Sie auszahlen. Rund 30.000 Versicherten in der Obersteiermark drohen Verschlechterungen, und zwar den Versicherten bei den Betriebskrankenkassen. Die sollen nämlich aufgelöst werden. Welche Verschlechterungen das sind und welche Maßnahmen die obersteirische SPÖ setzt, sehen Sie im nächsten Beitrag. Die Betriebskrankenkassen sollen aufgelöst werden und in die österreichische Gesundheitskrankenkasse übergehen. Somit drohen 30.000 in der Obersteiermark bei Betriebskrankenkassen versicherten Menschen deutliche Verschlechterungen. Zahlreiche Leistungen für Schwerarbeiter würden somit wegfallen. Die Vorteile für die Versicherten ist einmal das, dass wir die Impfungen alle gratis machen. Das heißt die Zeckenimpfung, die Grippeimpfung und so weiter und so fort. Wir haben höhere Leistungen natürlich gegenüber einer Gebietskrankenkasse. Wir sind zwar angelehnte Betriebskrankenkasse, aber wir haben uns herausgenommen, dass wir beim Zahnersatz mehr zahlen, dass wir bei gewissen Heilbehelfen mehr zahlen. Wir haben die Möglichkeit, dass wir selbst Rollstühle haben, wir haben die Krücken selbst, wenn einer braucht. Also wie gesagt, wir stellen zu. Das macht eben unser Krankenkontrolleur. Also der Versicherte praktisch wird da voll bedient. Zweitens, was auch ein ganz wichtiger Weg ist, ist der, dass der Chefarzt praktisch die Krankengeschichte der Mitarbeiter kennt. Der kennt auch die Arbeitsplätze, weil der Chefarzt ja nicht nur bei uns in der Krankenkasse beschäftigt ist, der Chefarzt, sondern auch der Betriebsarzt ist. Und deswegen kennt er die Arbeitsplätze, und das ist ein Riesenvorteil für die Versicherten. SPÖ-Regionalvorsitzender Max Lercher spricht sich für einen Gesetzesantrag zur Abänderung der sofortigen Eingliederung der Betriebskassen aus. Die Eingliederung ist ein Anschlag auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserer Region, weil es zu Verschlechterungen führt. Und ich glaube, die Regierung hat überhaupt nicht bedacht, was sie da tut, weil sie zerschlägt ein System, das den Staat bis heute keinen Cent gekostet hat. Wir wollen, dass dieses Gesetz noch abgeändert wird und die Betriebskrankenkassen bestehen bleiben. Deswegen gibt es jetzt eine Unterschriftenaktion, wo wir darauf hinweisen, dass wir uns das nicht gefallen lassen, und wir fordern das Parlament auf und alle Parlamentarierinnen und Parlamentarier, alle politischen Parteien, dass sie bis 31.12., das ist die Frist, bis dorthin muss es passieren, dass dieses Gesetz zurückgenommen wird. Der Entschließungsantrag der obersteirischen SPÖ-Abgeordneten wurde vor wenigen Tagen im Parlament abgelehnt. Jetzt wird gemeinsam mit den Nationalräten um den Erhalt der Betriebskrankenkassen weitergekämpft. Vitamin C ist nicht nur an vielen Stoffwechselreaktionen beteiligt, sondern verbessert auch die Eisenaufnahme und spielt eine wichtige Rolle bei der Stärkung des Immunsystems. 90 bis 110 Milligramm pro Tag sollten wir davon zu uns nehmen. Und um Top-Vitamin-C-Lieferanten geht es diese Woche in unserem Besserwisser-Check, powered by Stadtwerke Judenburg AG. Was hat mehr Vitamin C? A, die Zitrone oder B, die Petersilie? Zitrone. Ich hätte gesagt die Zitrone, aber es ist bestimmt die Petersilie, wenn Sie so sagen. Zitrone. Petersilie? Zitrone? Was jetzt, A oder B? Mir kommt schon vor A, oder? Petersilie habe ich noch nicht gehört, dass das so wird. Petersilie. Die Petersilie. Die Petersilie. Zitrone. Im Zuge des Judenburger Sommers ist am 18. Juli Christoph Spörk mit seinem Musikkabarett Kuba ab 20 Uhr im Veranstaltungszentrum Judenburg.
Am 19. Juli erwartet Sie das Sting Project mit Brand New Day ab 20 Uhr im Festsaal Judenburg. Eigenständig und unverwechselbar gastieren am 20. Juli Marina and the Cats ab 20 Uhr im Veranstaltungszentrum Judenburg. Die Stadtgemeinde Spielberg feiert das 10-Jahre-Jubiläum mit zahlreichen Highlights. Los geht's am Freitag, 19. Juli mit dem Play Mountain Spieletag und ab 17 Uhr Summer Jam und die Afterwork Party. Am 20. Juli heißt Bella Italia, die italienische Nacht ab 19 Uhr. Hallo Petra. Hallo Annette. Servus. Hallo, grüß dich. Ich bringe dir wieder die aktuelle Ausgabe von der Best of Murtal. Dankeschön. Mit vielen, natürlich, viele interessante Beiträge aus der Region. Also das könnte besser werden. Und schön wär's, wenn... Und das wäre auch noch super. Jetzt gilt, hätti wäre, täti war gestern. Sag's der Region, du hast jetzt die Chance mitzugestalten und wir hören dir zu. Deine Anregungen und Ideen kannst du bei unseren Roadshows, den fix aufgestellten Ideenboxen in den Gemeinden, unter ir.murtal.at/sagsderregion oder auf Facebook einbringen. Gemeinsam für eine weitere positive Entwicklung im Murtal. Alle wichtigen Informationen findest du unter ir.murtal.at/sagsderregion. Der Region mit Unterstützung von Bund, Land und Europäischer Union. Das Basis-HD-Paket jetzt neu im Netz der Stadtwerke Judenburg AG. Das Basis-HD-Paket gibt es um 7,90 Euro im Netz der Stadtwerke Judenburg AG. Senioren- und Pflegeheim Haus Elvira. Wir pflegen mit Kompetenz, Verstand und Herz. Senioren- und Pflegeheim, Haus Elvira. Eine starke Kombi, das schärfste Bild und das schnellste Netz der Region. Kabel-TV und Internet. Mit den Fiber-Kombi-Paketen 30, 50, 100 oder 200 Mbit Bandbreite. Wow! Fiber-Kombi 50, jetzt 3 Monate gratis bei Anmeldung bis 31. August. Alles einsteigen in das schnellste Netz der Region. Bier ist eines der ältesten alkoholischen Getränke. Menschen begannen vor ca. 10.000 Jahren Getreide zu sammeln und stellten durch Zufall fest, dass Getreidebrei, den man einige Tage stehen ließ, zu gären begann. An der Beliebtheit des Gerstensaftes hat sich nichts geändert. In unserem Interview der Woche haben wir uns mit einem Meister des Bierbrauens getroffen. Das Interview der Woche widmet Ihnen Frenzy American Diner in Zeltweg. G-
glaubt man den Statistiken, dann ist Tschechien auf Platz 1, Österreich auf Platz 2 und Deutschland auf Platz 3. Die Rede ist vom weltweiten Bierkonsum. Knapp 110 Liter sind es, die wir Österreicherinnen und Österreicher pro Kopf pro Jahr trinken. Wie es gebraut wird, das Bier, das erfahre ich heute aus erster Hand. Ich habe den Braumeister von der Brauerei in Göss hier bei mir, Diplom-Ingenieur Andreas Werner. Schön, dass Sie mich eingeladen haben. Schön, dass Sie gekommen sind. Bier, 110 Liter, das klingt gar nicht so wenig. Wenn man bedenkt, dass es Menschen gibt, die gar keins trinken, gibt es welche, die trinken ein bisschen mehr wahrscheinlich. Also das Volksgetränk Nummer 1 in Österreich, oder? Ganz bestimmt ist Österreich eine Nation der Biertrinker. Mit über 100 Litern gehört man global zur Spitzengruppe. Und wie Sie völlig richtig gesagt haben, wir sind Zweiter mit der Bundesrepublik Deutschland. Manchmal immer hin und her. Die helfen uns ja auch ein bisschen, wenn sie im Sommer bei uns Urlaub machen. Aber Bier ist in Österreich ein echtes Volksgetränk. Jetzt kommen Sie ja aus dem Burgenland. Da ist es ja der Beruf des Weinbauerns eher, wenn wir in die Getränkelandschaft schauen. Wie ist es denn, dass Sie ein steirischer Bierbrauer geworden sind? Na, das ist ein Lebensweg, wo Zufälle sich bahnen mit Plänen und wo eines dem anderen die Hand gibt. Ich habe in Wien Lebensmittel- und Gärungstechnik studiert und zufällig habe ich dann in einem Labor für Bieruntersuchungen begonnen, an der Versuchsstation für das Gärungsgewerbe. Und da bin ich ein bisschen in die Brauwelt eingetaucht und die hat mir gefallen. Und man sucht sich dann halt doch wieder was in diese Richtung. Den Wein habe ich noch immer gern, aber mein Leben, das habe ich fürs Bier geführt. Fürs Bier geführt. Kann man als Lehrberuf beginnen? Gibt es den Lehrberuf Getränketechniker, haben Sie gesagt, heißt es jetzt? Dieser gell? Lehrberuf heißt Getränketechniker, der ist jetzt weitergefasst, umfasst auch alkoholfreie Getränke, Wasser und natürlich auch Bier. Und früher war der Name Bierbrauer und Melzer. Und weist schon auf den ersten Rohstoff, den man zum Bierbrauen hin, nämlich vermälztes Getreide. Ja. Gerste und Hopfen, wo kommen denn die beiden Rohstoffe her fürs Bier hier in Göss? Gösser Bier wird zu 100% aus österreichischen Rohstoffen gebraut. Der Hopfen ist aus der Südsteiermark, aus der Leutschacher Gegend, wo wir eine sehr langjährige Kooperation mit den Hopfenbauern dort haben. Seit den 50er Jahren arbeiten wir hier eng zusammen. Diese Hopfenbauern produzieren den Hopfen, den wir brauchen, in der Menge und Qualität, wie wir ihn gerne haben. Beim Getreide ist nicht die Deckung aus der Steiermark möglich. Da sind wir eher aus Niederösterreich und aus dem Burgenland. Okay. Sind Naturprodukte jetzt. Kommt mir vor, das Bier schmeckt immer gleich. Schmeckt es immer gleich? Grundsätzlich versuchen wir, das Bier in einer sehr konstanten Qualität herzustellen. Das heißt, wir versuchen und machen das recht erfolgreich, jahrgangsbedingte Schwankungen in der Rohstoffqualität in der Brauerei auszugleichen mit dem Brauverfahren. Von einem Jahr aufs andere. Wenn ich das längerfristig anschaue, 10, 20, 50 Jahre in die Vergangenheit, da hat Bier anders geschmeckt. Das kann man heute nicht mehr verkosten, aber es gibt Laboruntersuchungen, die man lesen und interpretieren kann. Und man weiß, dass die Biere heute heller sind, dass sie milder gehopft sind, dass sie leichter zu trinken sind als noch vor 30 Jahren. Das heißt, wenn es jetzt ums gute Bier geht, wir brauchen einen guten Rohstoff, aber wir brauchen natürlich auch ein gutes Rezept. Wir brauchen Erfahrung, wir brauchen Können. Ist das eine Mischung aus allem? Was ist das Wichtigste beim Bierbrauen? So wie Sie es aufgezählt haben, ist nichts hinzuzufügen. Ich sage immer, eine Brauerei, wenn man es leicht verstehen will, dann nennt man eine Küche zum Vergleich. Sie brauchen eine Einrichtung in der Küche mit Tischen, mit Geschirr, Sie brauchen einen Herd und Sie brauchen ein Backrohr und Sie brauchen Besteck und Messer. Das muss da sein. Das ist die Brauerei, da ist noch kein Mensch da. Und dann gibt es die Köchin oder den Braumeister, die ist gut oder schlecht. Ne? Und dann gibt es die Rohstoffe, die man einkaufen kann. Man kann günstige Rohstoffe kaufen, die von irgendwo sind, die vielleicht nicht mehr frisch sind, oder man kann frische regionale Rohstoffe verwenden. Und wie man die zubereitet, auch wenn beide Köche
oder Köchinnen die gleichen Rohstoffe haben, das Gulasch wird trotzdem unterschiedlich schmecken, je nachdem wie der Geschmack ist. Und so betrachtet ist das ganze Produktbier die Summe von verschiedenen Einflussfaktoren, die uns teilweise der Bauer liefert, teilweise der Mensch liefert und teilweise natürlich auch das Jahr liefert. Haben Sie einen Einfluss auf das Bier, wie es schmeckt? Sagen Sie, ich würde was anderes gerne mal ausprobieren? Das darf ich, das darf ich und diesen Einfluss habe ich. Ja. Wobei das sind immer dann die Neuerungen, die Innovationen, das sind immer diese besonderen Biere, die man zu Anlässen macht. Die großen Sorten, wie das Märzenbier oder das Gösser Gold, das sind schon Sorten, die einen festen Platz haben mit einem sehr klaren Geschmacksprofil, und da versuchen wir schon dicht daran zu bleiben. Und da gibt es ja auch viele verschiedene Neuheiten in der Bierlandschaft. Was sind denn so die Trends? Ja, es gibt einen großen Trend, dieser Trend zu den handwerklich gebrauten Bieren oder auf Neudeutsch Craft-Biere. Die werden in kleinen Brauereien hergestellt, sind sehr oft stark gehopft, also bitterer, werden mit anderen Hefen hergestellt, die dann fruchtigere Aromen haben oder andere Aromen haben wie unsere Biere. Ich sehe das als sehr wertvolle Bereicherung der Bierlandschaft, die durch diese Kraftbrauereien einfach bunter geworden ist. Wir liefern das, was man als tägliches Brot nimmt, und ein Kraftbier ist so etwas wie ein Bonbon, das man ab und zu genießt, aber ohne uns gäbe es keine Bierlandschaft, wie wir sie kennen, mit erschwinglichen, leistbaren Biersorten. Wie viel Bier muss denn der Braumeister trinken? Ja, müssen ist nicht so arg. Ich möchte, und daher muss ich, die Biere, bevor sie die Brauerei verlassen, verkostet haben. Und zwar jede Woche, wenn möglich jeden Tag. Um ein Bier zu verkosten, braucht man einen kleinen Schluck, und das ist nicht relevant für Biermengen. Es ist aber kein Schaden, wenn man sein Produkt gern hat und in größeren Mengen auch trinkt. Und da frage ich mich dann schon immer wieder, wessen Bier trinke ich denn? Weil es sind mehr als die 110 Liter. Das von meiner Mutter mal auf jeden Fall. Bei mir bin ich mir gar nicht sicher. Wenn wir von der Menge reden, es wird eine Menge Bier jetzt bald verkostet beim Braustadtfest. Was erwartet uns denn da? Ja, das Braustadtfest ist eine ganz tolle Initiative der Stadt Leoben und der Brauerei Göss. Leoben, Heimat von Gösser. Hier ist die Gemeinde dahinter, wir dürfen das am Hauptplatz feiern und wir dürfen das exklusiv mit der Stadtgemeinde Leoben machen. Heuer steht auch ein ganz exklusives und besonderes Bier im Mittelpunkt dieses Braustadtfestes, das ist das Gösser Naturweizen. Es gab bis heuer noch nie ein Weißbier, ein Weizenbier der Marke Gösser. Und wir wissen, dass Weizenbier in Oberösterreich, im Westen von Österreich, in Bayern, ist ein Thema, bis zu 20%. Im Osten und im Süden unseres Landes wird Weizenbier nicht sehr viel oder sehr wenig getrunken. Und wir haben uns da umgehört und wir haben erfahren, was der Konsument daran nicht so mag. Und unter anderem diese viele Kohlensäure, die drinnen ist, die wir moderat jetzt im Gösser Naturweizen haben. Also es macht nicht so schnell dieses Völlegefühl. Diese intensive Fruchtigkeit, die haben wir etwas zurückgenommen. Wir machen es etwas weniger fruchtig und versuchen hier ein gut trinkbares, originales Gösser Weizen, Naturweizen zu machen, wo wir sagen, das hat unseren Fingerabdruck und ist gut unterscheidbar. Bevor ich Sie gehen lasse, einen kurzen Wortrap mache ich immer recht gerne mit meinen Interviewpartnern. Ich sage Ihnen ein Wort und Sie sagen mir spontan, was Ihnen dazu einfällt. Ja. Blaufränkisch. Rotwein. Gösser Musikverein. Mein Lieblingsmusikverein. Hans Knaus. Ein toller Bursch. Mhm. Und die Lieblingsbiersorte? Freibier. Das habe ich mir gedacht. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die restlichen Jahre noch, die Sie hier als Braumeister tätig sind, für die Brauerei natürlich auch, fürs Fest. Und Dankeschön fürs Gespräch, war sehr interessant. Herzlichen Dank. Dankeschön.
Natürlich haben wir auch diese Woche wieder Kurznews für Sie vorbereitet. Die folgenden Kurznews widmet Ihnen die Firma Swidelsky, Bauleitung Murtal. Am 28. Juni fand in Kammern der erste Rote Nasenlauf statt. Rund 250 Läuferinnen und Läufer nahmen teil. Besonders erfreut war man über die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler der NMS Mautern, der Volksschulen von Traboch und Kammern und der Kleinen des Kindergartens Kammern, sowie einer Abordnung des DSV Leoben. Alle nahmen bei extrem großer Hitze diese Strapazen auf sich, um einen Beitrag für eine gute Sache zu leisten. Das ASKÖ Masterschwimmteam aus dem Murtal reiste zu viert zu den CSIT World Sports Games, die vom 2. bis 6. Juli in Tortosa in Spanien stattfanden. Es war eine überaus erfolgreiche Woche, in der über 36 Medaillen geholt und Bestzeiten erreicht werden konnten. Auf der 25-Meter-Bahn der Schwimmhalle von Tortosa trugen die Murtaler Barbara Mühlner, Dagmar Puffing, Doris Eckstein und Herwig Rattinger sehr zum großartigen Erfolg des österreichischen Teams bei. Ich muss mich auch schon wieder von Ihnen verabschieden. Ich hoffe, die Sendung hat Ihnen gefallen. Weitere Infos und alle Beiträge gibt's auf unserer Homepage www.kanal3.tv oder statten Sie uns doch einen Besuch auf Facebook, YouTube oder Instagram ab. Jede Woche gibt's in der Murtaler Zeitung eine aktuelle Programmübersicht. Ich bedanke mich bei der Firma Kalteneggerbau und natürlich bei Ihnen fürs Zusehen. Machen Sie's gut, bis zum nächsten Mal.